da zwischen diesen Klammern ein Malpunkt zu erkennen ist und in jeder Klammer mindestens ein Plus oder mindestens ein Minus zu erkennen ist, wenden wir die doppelte Distributivität an, um diesen Ausdruck zu berechnen. Diese doppelte Distributivität ist eine direkte Konsequenz von der einfachen Distributivität. Wir multiplizieren also zuerst diese zwei Zahlen miteinander. Plus mal Plus ergibt Plus und so entsteht dieser erste Term. Anschließend multiplizieren wir diese zwei Zahlen miteinander, indem wir wieder auf das Vorzeichen achten. Plus mal Plus ergibt Plus, also so. Anschließend rechnen wir dieses Produkt. Wieder achten wir auf das Vorzeichen. Plus mal Plus ergibt Plus. Und dann bleibt noch dieses vierte Produkt zu berechnen. Plus mal Plus ergibt Plus. Um diese einzelnen Produkte in den vier Termen zu berechnen, werden wir diese Potenzformel anwenden, die besagt, dass man in diesem Fall die Exponenten addieren muss. Schauen wir nach. Hier haben wir 3 mal x hoch 2 mal x hoch 4, also macht das 3 mal x hoch 6. So, zweiter Term. 3 mal 2, das macht 6 und dann bleibt noch x² mal y. Also der zweite Term ist 6x² y. Der dritte Term ist ganz einfach x hoch 4 mal y hoch 3. So. Und im letzten Term wenden wir wieder diese Formel an. Y hoch 3 mal y hoch 1, das macht y hoch 4. Mal 2, das macht 2y hoch 4. Und diese Übung ist schon beendet.